Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Smaragd. Und zwar stehen wir hier vor Ben und Anna oder so. Ich habe keine Ahnung, wie die beiden heißen. Ja, und ihr habt in den Kommentaren fleißig diskutiert, was für Pokémon ich denn nehmen könnte für diesen Kampf. Und ich habe mich für Raffzahn und Breaker entschieden. Raffzahn ganz einfach aus dem Grund, weil es Unlichtattacken hat und somit gegen die meisten Pokémon doch durchaus was ausrichten sollte. Und Breaker wolltet ihr ja unbedingt dabei haben, weil es eben durch seinen Stahltyp Psychoattacken gegenüber recht resistent ist. Wen ihr nicht wolltet, war glaube ich Gekko, aber vielleicht wird auch Gekko noch seinen Einsatz finden. Ich kann es mir durchaus vorstellen und ich würde sagen, wir labern nicht großartig drumrum, sondern labern jetzt mal mit Ben und Anna. Ben. Ben war schon mal richtig. Aber Anna ist glaube ich falsch. Bist du überrascht? Svenja. Ah, okay. Hihihi. Bist du überrascht, dass es hier zwei Arenaleiter gibt? Wir sind Zwillinge. Wir brauchen nicht zu sprechen. Wir wissen, was der andere gerade denkt. Gedankenübertragung. Diese doppelte Stärke. Kannst du sie besiegen? Ich weiß es nicht, ob ich das kann. Aber ich gehe mal fest davon aus. Vier Pokémon. Okay, Lepumentas und Xatu. Okay, und danach kommen halt Sonnfell und Lunastein bereits. Ich bin der festen Überzeugung, dass Xatu jetzt Seher einsetzen wird, während ich Lepumenta schon als etwas Schwierigeres einstufen würde. Von daher Knirscher auf Lepumentas und Eisenschweif auf Lepumentas. Gedankengut, okay, Gedankengut. Ist gegen Eisenschweif, bringt dir das nicht viel, gegen Knirscher hingegen schon. Erdbeben, ah, genau sowas habe ich erwartet. Ihr wolltet Breaker nehmen und jetzt seht ihr... Sogar Raffzahn fast tot. Jetzt seht ihr, was ihr davon habt. Scheiß die Wand an, ey. Ja, ich hätte doch Gekko nehmen sollen, glaube ich. Wobei Xatu natürlich... Ach, du heilige Scheiße, das geht mega schlecht los. Mega schlecht. Scheiße, Lepumentas wird nochmal schneller sein. Xatu ebenfalls. Xatu kann Raffzahn ganz einfach aus dem Verkehr nehmen. Okay, Knirscher nochmal. Laubklinge, komm schon. Psychokinese, nicht auf... Ah, scheiße, auf Gekko. Das überlebst du! Verdammte holy Scheiße! Psychokinese und Erdbeben. Psychokinese und Erdbeben. Ja. Scheiße, Mann. Das läuft hier echt nicht wie geschmiert. Erdbeben, okay. Glubschi bleibt davon erstmal verschont. Das große Problem ist, wir haben eben schon so viele Pokémon verloren. So viele Pokémon, die uns weiterhelfen könnten. Lighty, Lighty. Was kannst du? Kannst du Knirscher oder Biss oder sowas in die Richtung? Nein, kannst du nicht. Ah, verdammt. Silberblick. Silberblick. Pilio kann auch überhaupt nichts ausrichten. Gerade durch das Erdbeben. Ich habe bei der Gedanken und Konfusion. Okay, Lighty. Hoffen wir, dass zumindest du schneller bist als Lepumentas. Das muss ich hoffen. Silberblick trifft sogar beide. Das ist wunderbar. Fuck, und dann habe ich fast nur Attacken, die auf den Spezialangriff gehen. Oh, shit nochmal. Aber stimmt, wir sind Level 45. Angriff von 104. Aber wir haben bloß Fliegen. Hast du sonst noch eine Alternative? Donnerwelle. Ja, okay, versuchen wir Xatu zu paralysieren und mit Feuerodem Lepumentas zu paralysieren. Hoffen wir, dass beides klappt. Ah, nein, das erste klappt schon mal nicht. Und der zweite Zug ist auch schon mal ziemlich kacke. Oh nein, jetzt... Scheiße, jetzt müssen wir schon Filio einwechseln, die jetzt voll das Erdbeben abbekommt. Oder der voll das Erdbeben abbekommt. Ist ja ein Kerl. Filio lebt.
Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber... Okay, Filio, du wirst dich erstmal heilen. Haben wir noch einen... Reicht ein Supertrank überhaupt? Wie viel KP hast du? 92. Das reicht auf jeden Fall, um das Erdbeben zu überleben. Und hiermit dann jetzt Knirscher. Komm schon, das muss reichen. Warum auch immer es reichen sollte. Es reicht. Mann, verdammte Scheiße. Das erste Pokémon haben wir ausgerottet. Das erste. Ah, sehr gut. Lunastein. Und Gedankengut. Nochmal. Mhm. Mir wurde gesagt, Lunastein hat eine höhere Spezialverteidigung. Was schon mal ziemlich scheiße ist. Angesichts dessen, dass wir hier fast nur solche Angriffe haben. Was ich mich frage ist, wenn ich jetzt Lunastein besiegen sollte, wird dann Sonfel eingewechselt oder kann nur Svenja bzw. Ben Sonfel einwechseln? Ich weiß es nicht. Schockwelle aufs Xatu wird schon mal halb so viel abziehen wie vorher. Das ist sehr, sehr, sehr riskant, was ich hier mache. Aber ich versuche jetzt Xatu irgendwie zu paralysieren. Sei es mit Feuer-Odem oder mit Schockwelle. Nochmal Gedankengut. Okay, wenn es jetzt ewig weiter Gedankengut einsetzt, dann haben wir eine Chance, Xatu zu besiegen. Hypnose, yo. Yo. Aber das geht auf Lunastein zurück, oder? Warum? Komm schon. Hä? Spätestens jetzt hätte... Oder hattest du... Du hattest Synchro, oder? Schlafen funktioniert auch nicht. Was ist, hast du für eine beschissene Fähigkeit? Filio. Meine Güte. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße nochmal. Wahrscheinlich wird Lunastein uns jetzt auch nochmal hypnotisieren. Paralysiert. Wunderbar. Nee, du hast Synchro, ne? Ey. Aber dafür, deswegen können wir schon mal nicht mehr einschlafen. Gedankengut. Das ist schon mal ziemlich scheiße. Spezialverteidigung steigt. Filio schläft tief und fest. Okay, Schockwelle nochmal auf Xatu. Und du jetzt mit Knirscher auf Xatu. Zusammen kriegen wir das vielleicht hin. Oh Gott, nochmal Gedankengut. Ich krieg die Krise, ich krieg die Krise. Okay, Filio ist aufgewacht und setzt Schockwelle ein. Wunderbar. Und jetzt zieh bitte so ab, dass Knirscher ausreicht. Nein, das ist nicht euer Ernst. So wenig? Okay, Knirscher macht immerhin noch ordentlich Schaden. Spezialverteidigung sinkt. Sehr gut. Xatu ist nochmal paralysiert. Wir könnten es jetzt nochmal mit Schockwelle darauf anlegen, aber ich gehe jetzt einfach mal auf Gedankengut und werde mit Knirscher nochmal Xatu angreifen. Ah, jetzt hat Lunastein auch schon so einen übelst hohen Spezialangriff und eine Spezialverteidigung vor allem. Da müssen wir eh irgendwie auf die Verteidigung gehen, aber ich weiß noch nicht womit. Bei Gedankengut kann ich erstmal mithalten. Auf jeden Fall ein äußerst spannender Arena-Leiterkampf. Ah, verdammt, ich hab's geahnt und du und Xatu jetzt nicht, ne? Und jetzt auf... Okay, auf Filio ist nicht sehr effektiv, aber... Ja, okay. Gedankengut. Ich glaube, bei Glubschi wäre das echt problematischer geworden. Hypnose? Ah, nicht schon wieder, ey. Und dann schlägt Synchro ja nicht mal zu. Das ist das Problem an der Sache. Aber ist egal, es ist nur Gedankengut, was uns hier verloren geht. Okay, Knirscher und... Sehr gut. Xatu wurde schon mal besiegt. Das ist... Eine wunderbare Neuigkeit. Jetzt steht es 2 zu 2, nur dass Lunastein aufgepumpt ist, während wir gehandicapt sind. Scheiße. Das könnte schwierig werden. Gecko, Breaker, Raffzahn. Okay. Wir haben Beleber, oder? Wir haben sogar Top-Beleber. Warte mal, wer bin ich jetzt gerade? Ich bin jetzt gerade Filio. Okay. Filios Zug können wir auf jeden Fall damit verschwenden, Raffzahn wieder zu beleben. Und Glubschis Zug müssen wir dazu nutzen, Sonfel von Anfang an unter Druck zu setzen. Entweder machen wir das mit Knirscher. Doch komm, wir gehen gleich mit Knirscher rauf. Psychokinese. Nein, 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 das kann nur übel enden.
Oh, es lebt noch. Boah, ein Glück setzt das nicht nach. Ein Glück setzt das nicht nach. Knirscher, nochmal, okay. Okay, okay, komm, zieh über die Hälfte ab. Über die Hälfte, über die Hälfte, über die Hälfte, alles. Volltreffer, Mann, Glopschi, jawohl. Jawohl, so muss das laufen. Gegen ein Pokémon haben wir eine Chance, auch wenn es overpowered ist. Aber wir kriegen das hier noch gerissen. Meine Fresse, das ist echt unglaublich spannend. So. Glubschi würde jetzt höchstwahrscheinlich sterben. Höchstwahrscheinlich. Haben wir Top-Genesung? Wir haben Top-Genesung. Dann werden wir Glubschi jetzt erstmal damit aufpumpen. Jetzt ist es auch nicht mehr paralysiert und damit dürften wir jetzt als Erster angreifen können und versuchen es zu paralysieren. Komm schon. Ja! Ma! Glückssträhne gerade. Psychokinese, okay. Halten wir aus, wenn es kein Volltreffer ist. Oh, wow, 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 wow. Spezialverteidigung sinkt. Ist egal. Egal, egal, egal. Okay, so egal ist es eigentlich nicht. Filio schläft immer noch weiter. Was könnten wir denn jetzt für ein super tolles Item einsetzen, was uns jetzt gerade im Moment was bringt? Top-Trank? Ich glaube nicht, dass uns das mehr was bringt, denn wenn Psychokinese durchkommt, dann war's das. Von daher bin ich eher dafür, nochmal jemanden wiederzubeleben. Und zwar... Ne, Breaker wird auch keine Chance haben. Gecko ist wenigstens schnell. Und kann Schaden machen. Darauf kommt es mir gerade an. Und Glubschi, du versuchst jetzt mit Biss, ihn zurückschrecken zu lassen. Wir brauchen eine Menge Glück. Was zur Hölle? Dann hätte ich doch Knirscher einsetzen sollen, glaube ich. Aber ich ahne, dass jetzt was ganz, ganz Doofes passiert, nämlich eine Top-Genesung. Eine Top-Genesung wäre echt bitter. Raffzahn, Moment, ich muss mal die Berichte angucken. Okay, du hast einen höheren Spezialangriff, das ist gut. Ja, wir haben leider Gottes nichts, was auf den Angriff geht. Wir haben nur Spezialviecher, fällt mir mal so auf. Bis auf Breaker, aber der kann im Moment noch nichts. So, wenn wir durchkommen, ist klar, dann... Oh, 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 ja, eine Zitrobeere, komm, heil dich richtig dick, dass du keine Top-Genesung mehr einsetzt. Oh, das ist wunderbar. Okay, ich würde sagen, wir heilen mit Filio, ganz einfach, weil wir eben keine andere Wahl haben, noch einmal Glubschi. Weil bis das aufwacht... Und dann ist es uns auch eben keine große Unterstützung mehr. Und jetzt gehen wir noch einmal die Biss-Taktik und hoffen, dass es diesmal funktioniert. Schreck zu... Ah nein, dann heilt es sich ja wieder, ne? Aber es schreckt zurück, immerhin. Ach ja, oh, Surfer ist sowieso gut, dass wir es nicht eingesetzt haben. Sonnenlicht ist ja... Hab ich fast vergessen. So, jetzt... Komm, Gedankengut von mir aus, ist mir egal. Und Knirscher. Ah, scheiße. Hypertrank nur. Oh, es bleibt paralysiert. Das ist Gold wert. Das ist richtig, richtig viel Gold wert. Knirscher. Sehr gut. Ah, Mist, ich hätte Filio auswechseln sollen jetzt. Hätte ich tun sollen. Filio ist aufgewacht sogar. Oh, wow. Cool. Gedankengut. Unser Spezialangriff steigt, der von Lunastein sinkt. Damit könnten wir eventuell auch langsam eine Bedrohung werden. Sonnenlicht hat nachgelassen. Schockwelle und Biss. Funktioniere noch einmal, bitte. Funktioniere noch einmal. Schockwelle, okay. Komm schon, du musst durch Biss zurückschrecken. Ich hätte nicht gedacht, dass der Arena-Leiterkampf so lange dauert. Psychokinese. Aber kann es uns überhaupt irgendwas anhaben? Kann es Raffzahn irgendwas anhaben? Hat es irgendeine Attacke? Es hat doch bestimmt Steinhagel oder sowas in die Richtung, oder? So, und jetzt Gecko, komm. Du wurdest gehänselt in den Kommentaren. Da wurde gesagt, du nicht, du nicht. Und jetzt zeig du mal, warum du hier doch am richtigen Platz bist. Und jetzt mit vereinten Kräften machen wir dieses verdammte Lunastein fertig. Gecko, finale Attacke. Volltreffer sogar. Wir haben den Kampf noch gewonnen. Erstaunt mich. Das sah am Anfang so schrecklich scheiße für uns aus, aber wir haben es geschafft. Was? Unsere Kombination wurde auseinandergerissen. So sieht's aus. Du hast gewonnen. Daher überreichen wir dir dies. 8400 Poké-Dollar. Dankeschön.
Mentalorden von Svenja und Ben erhalten. Wuhu! Der Mentalorden erhöht den Spezialangriff und die Spezialverteidigung von Pokémon. Und du kannst damit die VM-Taucher außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist ebenfalls für dich. TM04 erhalten, das dürfte Gedankengut sein. TM04 enthält Gedankengut. Dies erhöht den Spezialangriff und erhöht die Spezialverteidigung. Eine Attacke, die perfekt für Psycho-Pokémon ist. Dankeschön. Was für ein doch sehr grandioser Kampf. Hat mir extrem Spaß gemacht, war sehr spannend und irgendwie nicht so richtig langatmig, obwohl wir natürlich lange an Pokémon festhingen, aber weiß nicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es war unterhaltend. Für mich zumindest. Keine Ahnung, ob ihr euch da draußen gelangweilt habt und öfter mal an den Kopf geschlagen habt, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber Sieg ist Sieg, zumindest bei Pokémon, und das ist doch erstmal das Wichtigste. So, nun wurde sich noch gewünscht, dass wir uns doch nochmal diese Minigames hier angucken. Und ich denke mir, das ist eigentlich so das Richtige, um diesen spannenden Part ein bisschen ausklingen zu lassen. Hallo, herzlich willkommen! Möchtest du mit Hilfe des drahtlosen Kommunikationssystems spielen? Nein, möchte ich nicht. Kann ich ohne gar nicht spielen? Ich kann dir die Spielregeln erklären, wenn du möchtest. Welches Spiel möchtest du erklärt haben? Ja, Pokémon-Sprung zum Beispiel. Bla bla, springe mit deinem Pokémon durch Drücken des A-Knopfs über den Rankenhieb. Es dürfen nur kleine, ca. 70 cm große Pokémon teilnehmen. Pokémon, die ausschließlich schwimmen, graben oder fliegen können, können nicht gut springen. Daher dürfen diese Pokémon auch nicht teilnehmen. Etwas Schönes passiert, wenn alle rechtzeitig springen. Ich glaube, ich darf nicht spielen, oder? Nee, das kann ich nur mit anderen machen, theoretisch. Da es ein Emulatorspiel ist gerade, aber wahrscheinlich nicht. Standen die vorhin schon hier? Oder kam das erst nach der Arena? Die Magma ist auf dem Weg. Was haben die schon wieder vor, diese Schlingel? Oh, Scotty. Geht es dir gut, Elkio? Mir geht es fantastisch. Ich habe mir sagen lassen, dass die Arenaleiter von Moosbach sehr stark sein sollen. Davon musste ich mich einfach selbst überzeugen. Aber in dieser Stadt geht irgendetwas Merkwürdiges vor. Die Leute reden über einen Brief mit einer Warnung und dem Raumfahrtzentrum. Aber ich glaube nicht, dass mich das etwas angeht. Ja, aber mich wahrscheinlich, oder? Oh, hier waren wir noch gar nicht, oder? Oder doch? Nein, waren wir nicht. Meine kleine Schwester tauscht immer Briefe mit ihrem Freund in Baumhausen City aus. Ich beneide sie kein bisschen darum. Auch wenn ich meinen Freund in Baumhausen City nicht sehen kann, mein Pokémon bringt uns unsere Briefe. Und ich bin nicht einsam, auch wenn wir getrennt sind. Ach, wie romantisch. Du siehst aus wie zwei oder so. Hier ist doch bestimmt ein Item. Nicht! Kein Item! Oh, so ein geheimer Gang. Pseudo-geheimer Gang. Und dann ist da nicht mal was drin. Das ist hier irgend so ein weißer Felsen, irgend so ein Denkmal oder so. Dieser Felsen hat eine ganz besondere Bedeutung für das Raumfahrtzentrum. Sie haben ihn hier hingesetzt als Glücksbringer für den sicheren Flug der Raketen. Wenn du dir etwas wünschst, was machst du dann? Sternschnuppen beobachten? Ich benutze ein Wunschkärtchen. Genau das mache ich. Ein Wunschkärtchen? Was ist ein Wunschkärtchen? Wäre das nicht schön, wenn die ganze Welt so mit Blumen und Pflanzen bewachsen wäre, wie diese Insel? Ja, ich finde, Moosbach City sieht schon nicht übel aus. Eine Reise auf einem Schiff ist toll. Aber das Meer auf einem Pokémon zu überqueren, das Surfer einsetzt, das ist wirklich eine aufregende Sache. Meinst du nicht auch, Kindchen? Ja, absolut. Absolut. So, letztes Häuschen. Mit einem Angler. Oh. Hey, du da, Trainer. Eine super Angel ist wirklich super. Man kann sagen, was man will, aber mit diesem Baby kann man Pokémon vom Meeresboden wegfangen. Na, du würdest doch zu gerne auch so eine Angel haben, oder? Ja, sicher, sicher. Schließlich ist eine Superangel super. Dankeschön. Stehst du am Wasser, dann wirf die Angel aus und schau, was anbeißt. Das sind doch schöne Worte, die sich irgendwie philosophisch anhören und die man sicherlich auf viele Dinge übertragen kann. Aber das machen wir vielleicht im nächsten Part. Wenn euch dieser gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, dann gibt's einen Daumen nach unten. Oder gar nichts, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann machen wir die Raumfahrtzentrale klar und werden die Magma mal so richtig gehörig in den Arsch treten, bis die Daumen nach oben zeigen. Oder so.
Bis dann. Tschüss.